Als Kind hatte ich oft denselben Traum. Ich hänge in der Luft, trete vor Ort. Das Grauen packt mich und nimmt mir den Atem. Ich denke, für die Klosterfrauen war meine Mutter eine Hexe. Zum Teufel verdammt, Mutter nicht geheiratet und drei uneheliche Kinder. Ich hatte niemanden, keine Eltern, nichts. Wir waren einfach ausgeliefert. Gerade Heimkinder gelten als besonders gefährdet, von schlechten und arbeitsscheuen Eltern stammend, die ein liederliches und sittenloses Leben führen. Seit ich an denken konnte, war es klar, dass meine Mutter Sünderin ist. Das hat man mir auch gesagt. Du kommst aus einer sündhaften Familie. Ich habe das Jahre gehört. Ich sei der wahre Teufel. Und ich habe es geglaubt. Am 12. Juni bekennt sich der 9-jährige Hans-Georg Anderhalten aus Gieswil der Unholderei für schuldig. Nach teils gütlicher, teils peinlicher Examination habe der Knabe erzählt, dass der Teufel zu ihm gekommen sei und er habe auf dessen Begehren Gott, Maria, alle Heiligen und Engel verleugnet und sich ihm mit seinem Blut verschrieben. Am 9. Juli wird Hans-Georg zum Tode verurteilt. Schicksal eines 9-Jährigen. Nur eine Fußnote im Strom der Geschichte. Im Heim wurde Willi von einer Schwester körperlich hart gezüchtigt, so dass wir einschreiten mussten. Die Schwester wurde daraufhin versetzt. Ich war einfach wild. Ich wollte einfach leben und konnte nicht leben.